Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute kommt mal wieder ein Tag. Und zwar der Love Beauty Tag. Ja, wahrscheinlich kennt ihr den Tag schon. Ich wurde auch nicht getaggt und so. Ich mache den Tag einfach so, weil ich drauf Lust habe. Und ja, da schon länger mal kein Tag mehr auf meinem Kanal kam, kommt heute mal wieder einer. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Und wir starten gleich mal. Und ganz viel Spaß beim Video. Die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsduft? Und das ist auf jeden Fall dieser von Esprit, dieses Connect Parfüm. Und oh mein Gott, ich liebe einfach diesen Duft, aber leider ist er schon fast leer. Und dieser Duft ist echt sehr schön sommerlich und perfekt für dieses wunderschöne Wetter, was aktuell ist. Und deswegen kann ich euch jedem dieses wunderbare Parfüm und diesen wunderbaren Duft empfehlen. Ja, ich werbe mal heute wieder kräftig. Nee, Quatsch. Dein Lieblingsduschgel. Mein Lieblingsduschgel ist das hier von Balea, das Vanille- und Kokosduschgel. Und dieser Duft ist einfach ein Traum. Wirklich ein Traum. Und ja, Duschgel ist halt Duschgel. Aber das ist auf jeden Fall mein Lieblingsduschgel. Deine Lieblingsbodylotion. Da habe ich zwei. Und zwar sind es diese beiden von Twinkle Moon. Erstmal Blueberry und Vanille. Und ja, die beiden mag ich echt sehr gerne. Vanille gibt es aktuell noch. Blueberry gibt es nicht mehr. Also es sind ja immer Limited Editions und ja. Die könnt ihr euch noch besorgen. Die leider nicht mehr. Okay, ja. Meine Lieblingsbodylotion. Und ich finde die Twinkle Moon Bodylotions allgemein sehr gut. Wie man hier sehen kann. Deine Lieblingsmascara. Das ist auf jeden Fall diese von Maybelline hier. Diese gelbe. Die kennt wahrscheinlich auch jeder. Und ich trage sie auch gerade. Und ich finde, die macht echt ideales Volumen. Nicht zu stark, nicht zu leicht. Und ja, für den Preis finde ich sie echt okay. Die kostet ja ungefähr 10 Euro. Aber das ist sie auf jeden Fall wert. Also Daumen hoch für diese Mascara. Deine Lieblingslippenpflege. Das ist auf jeden Fall der EOS Sweet Mint. Und ich finde EOS allgemein sind die allerbesten Lippenpflege-Dinger. Ich trage mir die ja immer abends auf. Und in der Früh, wenn ich dann aufwache, dann habe ich immer noch diesen ja, Fettfilm auf den Lippen. Und das finde ich echt krass. Und das können nur die EOS und Daumen hoch für EOS und ich laufe heute wieder viel zu viel. Oh nein, ich mache kein Product Placement. Dein Lieblingshaarprodukt, das ist von Garnier Fructis, diese Spülung hier. Und seit ich die benutze, sind meine Haare einfach viel weicher und vor allem die Spitzen sind einfach viel kräftiger. Und ich würde niemals mehr auf diese Spülung verzichten. Also nein, kein Daumen hoch. Okay, Daumen hoch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dein Lieblingslidschatten. Also meine Lieblingslidschattenpalette ist von V7 die In The Buff Palette. Und da sind also natürliche Töne, so Brauntöne und so drin. Und die ist einfach ideal für Anfänger und ja, so zum Schminken und einfach leichte Make-up-Looks zu machen. Also ich mag diese Palette echt. Und für den Preis ist sie geil. Mein Lieblingsshampoo ist passend zur Spülung. Auch das Garnier Fructis, dieses Shampoo da. Und ich benutze es seit ungefähr 2-3 Monaten und seit ich dieses Shampoo habe, will ich wirklich kein anderes Shampoo mehr benutzen, weil das das allerbeste ist, das ich je probiert habe. Also, love this, love this. Dein Lieblingslippenstift, da habe ich drei. Erstmal einen von Lacura, das ist glaube ich die Ali Eigenmarke. Der ist einfach so richtig schön dunkelrot. Und dann habe ich noch zwei. Und zwar einen von Catrice. Und der hat auch so eine sehr schöne pinke Farbe mit leichten Glitzerpartikeln drin. Und noch einen von Essence und zwar den Glossy Stick. Und den trage ich wirklich immer, wenn ich einkaufen, shoppen oder so gehe, trage ich eigentlich wirklich immer diesen. Und ja, ich zeige euch den einfach mal. Also das ist dieser jetzt von Catrice. Das ist der Glossy Stick von Essence. Und das ist dieser von Aldi. Die nächste Frage ist, was ist deine Lieblingsmaske? Das ist auf jeden Fall die hier von Shabens, die Schokomaske. I love this. Und die letzte Frage, was sind deine Lieblings-YouTuber? Also das sind zu einem Julia Betux. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Ich schreibe es euch mal hier hin. Barbie Loves Lipsticks, Laura Coco und Bibi und Dagi. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr mehr Tags oder so haben wollt, dann abonniert mich und gebt mir auch nochmal einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!